Jetzt ist es wieder mal Zeit für unsere Rubrik Musikalisches Koreanisches. Mein Name ist Xue Jiyang. Schön, dass Sie dabei sind. So, K-Will ist wieder zurück. Der begabte Balladensänger mit seiner tollen Stimme und einem guten Lied. Sein neuester Song handelt von einer Liebe, die gerade aufzublühen begonnen hat. Stimmt. Ich schlage vor, dass wir uns dieses Lied dann in dieser Woche vornehmen sollten. Love Blossom von K-Will und eine Stelle aus dem Lied hören Sie jetzt. Ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. Aha, wenn man eine Liebe gerade begonnen hat, dann ist man am Anfang eben sehr aufgeregt und nervös und besonders gut gelaunt. Stimmt, genau. Aber bevor wir auf den Ausdruck dieser Woche näher eingehen, hier noch die erste Strophe des Liedes. Es ist ein schöner Morgen, an dem ich den Wind in meinem Mund schmecken kann. Ich mag den Sonnenschein, der an die weiße Decke strahlt. Telefon klingeln, das mich bewegt. Bist du es? Die zuckersüße Stimme sagt, hallo, hallo. Der Frühling kommt auf die Straße, der Frühling kommt in mein Herz. Ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. Die Blüten, die wie Popcorn aussehen, fliegen umher. Wenn du mir sagst, dass du mich liebst, schmelze ich dahin. Wenn ein Wind weht wie heute, bin ich den ganzen Tag durcheinander, denn ich sehe nur dich vor mir. Und im Lied hört sich das dann so an. Es ist ein schöner Morgen, an dem ich den Wind in meinem Mund schmecken kann. Ich mag den Sonnenschein, der an die weiße Decke strahlt. Telefon klingeln, das mich bewegt. Bist du es? Die zuckersüße Stimme sagt, hallo, hallo. Der Frühling kommt auf die Straße. Der Frühling kommt in mein Herz. Ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. Die Blüten, die wie Popcorn aussehen, fliegen umher. Wenn du mir sagst, dass du mich liebst, schmelze ich dahin. Wenn ein Wind weht wie heute, bin ich den ganzen Tag durcheinander. Denn ich sehe nur dich vor mir. Ja, ich kann K-Will gut verstehen. Er hat in dem Lied beschrieben, welche Gefühle man hat, wenn man sich gerade verliebt hat. Dann ist man die ganze Zeit hyperaktiv. Ja, das sagt er im Lied. Tilteda. Tilteda hat eigentlich viele Bedeutungen. Etwa, wenn sich etwas wieder löst, was man verklebt hat, sagt man dazu Tilteda. Oder wenn man krank ist und daher die Haut dunkler und rauer geworden ist. Aber auch wenn das Make-up nicht richtig sitzt, sagt man dazu Tilteda. Genau, aber die dritte Bedeutung von Tilteda wurde hier im Lied verwendet, und zwar Maumi Tilteda. Sein Herz ist aufgeregt, man ist munter und heiter. Maumi Tilteda. Man ist aufgeregt, munter und heiter, wenn man sich frisch verliebt hat oder wenn man eine Sache neu beginnen will. Maumi Tilteda. Ich bin aufgeregt, ich bin munter. Auch wenn man eine lang ersehnte Reise antreten will und große Erwartungen hat, sagt man Marmi Tilteda. Oder bei besonders großen Erwartungen Kidedenda. Kidedenda. Ich habe große Erwartungen. Genau. Es gibt aber auch andere Ausdrucksweisen für aufgeregt sein im Koreanischen. Also 흥분되다. Ich bin sehr aufgeregt. 흥분됐다. Wenn man wegen einer fröhlichen Sache Herzklopfen hat, sagt man dazu 흥분됐다. Ich bin sehr aufgeregt. 틀뜨다 oder 흥분되다 hängen mit aufgeregt sein im positiven Sinne zusammen. Wenn man aber einfach nur nervös ist, sagt man dazu 긴장되다. Aufgeregt bzw. nervös sein. Stimmt. Wenn man eine Prüfung ablegen muss zum Beispiel, ist man aufgeregt bzw. nervös. Oh, 긴장되다. Ich bin nervös. Dann kommt die repräsentative Stelle aus dem Lied noch einmal. Oh, 왜 이리나 들뜨나 몰라.
이리 나 들뜨나 몰라. Ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. Und jetzt die erste Strophe noch einmal. Es ist ein schöner Morgen, an dem ich den Wind in meinem Mund schmecken kann. Ich mag den Sonnenschein, der an die weiße Decke strahlt. Telefonklingeln, das mich bewegt. Bist du es? Die zuckersüße Stimme sagt, hallo, hallo. Der Frühling kommt auf die Straße, der Frühling kommt in mein Herz. Ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. Die Blüten, die wie Popcorn aussehen, fliegen umher. Wenn du mir sagst, dass du mich liebst, schmelze ich dahin. Wenn ein Wind weht wie heute, bin ich den ganzen Tag durcheinander. Denn ich sehe nur dich vor mir. Ja, und wenn Sie das Lied in voller Länge hören möchten, können Sie das wie immer in unserer Sendung am Sonntag. Außerdem können Sie das Stück natürlich im Internet mit unserem Music Player hören. Von Montag bis Donnerstag um 17 Uhr und 20.30 Uhr und von Freitag bis Sonntag um 17.50 Uhr und 22.10 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.